Hallo zusammen, zum Ende des Seminars eine kleine Gruppenarbeit. Unser schwedischer Freund war mit undefinierbarem Hintergrund verschwunden. Einzig, was bekannt war, war der Startpunkt in Frontseite des ehemaligen Clubgebäudes in der Nähe der zu sehenden Wendeltreppe. Auf der Plattform hat er, nachdem wir ihn gefunden hatten, eine Zeit lang gestanden und sich das Training angeschaut. Als ihn keiner mehr wahrgenommen hat, ist er über die Bahnschienen davongegangen. Auf seinem Weg hat er die ein oder andere Türe kontrolliert und somit Verleitspuren gelegt. Ganz zu schweigen von dem riesigen Sandpool, den er unter der Wendeltreppe hinterlassen hat. Mit dem ersten Hund sind wir im Bereich der Wendeltreppe gestartet und haben verhaltene Hinweise zu der Bahnstrecke bekommen. Erst nach dem Umrunden des Gebäudes gab es die ersten sicheren Informationen. An dem dann folgenden stillgelegten Güterbahnhof zeigte sich der Hund auffällig und markierte die Rampe. Über die auf dem Bild zu sehende rote Türe ist er auf die Rampe gestiegen und hat das Gebäude durchquert. In der angrenzenden leeren Halle bekamen wir die nächsten Hinweise und sind anschließend durch die offenstehende Türe auf der Beladerampe gelandet. Von da ist Tobias in Richtung der grünen Halle gegangen. Er hat die andere Gruppe genutzt und ist mit ihr gegangen und an einer nicht verschlossenen Türe hat er diese weitläufige Halle betreten und diese anschließend auch durchquert. Mit Hund sind wir ebenfalls in die Richtung gekommen und haben eine Anzeige an einer nicht verschlossenen Tür gehabt. Aufgrund des zurückgelegten Weges des ersten Hundes haben wir einen zweiten Hund eingesetzt und die erlangten Informationen überprüft. Auf der Rampe zeigte der Kopf des zweiten Hundes in Richtung des zu sehenden roten Gebäudes. Tobias hatte die Halle durch ein Tor verlassen und war über das Vorfeld zu dem Gebäude gekommen. Anschließend hatte er sich auf dem Dach bequem niedergelassen. Durch den stetigen Wind wurde frischer Sand in unsere Richtung zum Güterbahnhof getragen. Der Vollständigkeit halber folgen jetzt noch Bilder, wie er durch die Halle gelaufen ist. Nachdem er das Dach verlassen hatte, konnten wir seiner Spur bis zu einem Bankgebäude folgen und ihn dort antreffen. Leider war unser Erfolg nur von kurzer Dauer. Mit dem dritten Hund ging es auf zu einer neuen Suche. Tobias nutzte wieder einen unbeobachteten Moment und setzte seinen Weg fort zu einem auf dem Gelände befindlichen Bunker. Durch die geöffnete Ausstiegsluke verteilte er zusammen mit dem starken Wind seinen Scent erneut und erschwerte unsere Bemühungen, ihn zu finden. Trotz seiner ganzen Bemühungen haben wir ihn auch dort ausfindig gemacht.